Vor eineinhalb Wochen habe ich ein Video gemacht zum Thema Viren, wie schütze ich mich. Da ging es mir eigentlich mehr um die Grippewelle, die aktuell wieder kursiert. Ich habe aber damals schon angesprochen auf das Coronavirus, das in China derzeit kursiert. Nur, ich hätte nicht gedacht, dass es so dramatische Ausmaße annimmt. Man muss sich vorstellen, dort werden 56 Millionen Leute gerade unter Quarantäne gestellt. Drei Viertel Deutschland. Darfst nicht von Stadt zu Stadt reifen, darfst aus deiner Stadt nicht raus. Muss mit dem Leben, was vorhanden ist. Viele Leute gehen dort nicht mehr zu arbeiten, weil sie ihm selber krank sind, weil sie Angst haben, sich zu infizieren oder weil sie irgendwelche Verwandten pflegen müssen. Das heißt, da wird über kurz oder lang die Versorgung zusammenbrechen. Aber das aller erschreckendste an dem Ganzen ist Folgendes. Im Jahre 2012 gab es eine Studie des Bundestages, unseres Bundestages, zu dem Thema, was würde in Deutschland passieren, wenn Deutschland von einem modifizierten SARS-Virus erreicht wird. Die Modifikationen waren, Inkubationszeit ist länger, also 14 Tage. Das haben wir. Und man ist ansteckend, obwohl man keine Symptome zeigt. Leider haben wir auch das. Das heißt, das ist eigentlich eine Blaupause für das, was passieren könnte oder was in China momentan gerade passiert. Ihr müsst überlegen, aus den betroffenen Gebieten sind vor der Quarantäne bis zu 300.000 Leute ein- und ausgereist, per Flugzeug in die ganze Welt geflogen oder von uns rüber gearbeitet, wieder zurück. Ja, und genau das beschreibt diese Studie. Und wenn dich diese Studie interessiert und was momentan los ist, bleib einfach dran. Ja, könnt ihr bitte. Aber die 1000 Antworten. Was ist jetzt für uns? Wir müssen Panik schieben. Noch nicht. Noch nicht. Also vorerst noch nicht. Ich war beispielsweise, oder machen wir es mal andersrum, die Studie beginnt damit, dass zwei aus China ausgereist haben. Einer hat sich in Norddeutschland auf einer Messe, war dort natürlich mit vielen Kunden zugegen. Ich persönlich war am Sonntag auf der ISPO in München, da waren ganz viele Chinesen, manche sogar mit Mundschutz. Also theoretisch gehöre ich jetzt zum gefährdeten Personenkreis. Na, lecker. Weil, ihr müsst euch vorstellen, ich bin dort Verkäufer auf der Messe und dann schüttle ich natürlich die Hand oder ich berühre Sachen und die berühren dann die Kunden auch wieder, weil du willst dir alles angreifen, du willst dir alles erfüllen. Hast vielleicht kein Desinfektionsmittel dabei, so wie wir das gehabt haben. Wir haben uns ja regelmäßig mit Desinfektionsmittel vor dem Essen, vor dem Rauchen mit Desinfektionsmittel eingerieben. Hat vielleicht nicht jeder dabei gehabt. Und ob das jetzt so passiert ist, wie es in der Studie ist, was ich euch nachher noch sage, das wissen wir halt erst in 14 Tagen. Tja. Also ich empfehle jedem ein paar Sicherungsmaßnahmen, also einen ganz einfachen Grund, es ist momentan die Grippewelle unterwegs. Die will auch keiner haben und der Schutz vor der Grippewelle ist genau der Schutz vor dem Coronavirus. Also schützt euch, schaut euch das andere Video, Hände waschen, was es so gibt, weil zumindest schützt euch vor der Grippe, auch wenn ihr ans Coronavirus nicht glaubt. Das neue Virus ist sehr verwandt mit dem SARS-Virus aus dem Jahr 2003. Nur was ich schon gesagt habe, die Inkubationszeit ist nicht mehr eine Woche, sondern bis zu zwei Wochen. Und das kann ohne Symptome verlaufen. Das heißt, die Ansteckungsgefahr ist wesentlich höher. Überlegt doch mal einfach, wie viel Leid ihr in 14 Tagen begegnet. Oder wie viele Gegenstände ihr anlangt, die auch andere Leute anlangen. Türklinken, Einkaufswagen und. Also das heißt, ich habe wesentlich mehr Kontakte als beim ursprünglichen SARS-Virus. Im Übrigen sind Coronaviren bereits aus den 60er Jahren bekannt, ist also keine neue Erfindung, ist halt mutiert das Ganze. Das Problem beim SARS ist halt, es kann halt auch Lungen erkranken wie Lungenentzündung auslösen und daran kann man halt einfach sterben. Ganz einfache Geschichte. Und dieses Coronaviren scheint eben mit dem schweren Verlauf, es gibt da musst du niesen, husten, sonst was, aber das ist halt leider ein schweres Coronavirus. So, jetzt haben ja in China nur 2800 infizierte Personen, ist aktueller Stand heute, Montag, den 26. nachgewiesen. Also warum so Stress? Warum setzt sie 56 Millionen Leute unter Quarantäne? Tja, Punkt A, du musst Symptome aufweisen, damit du überhaupt getestet wirst. Wir haben festgestellt, es dauert bis zu 14 Tage, bis ich überhaupt Symptome aufweise. Also werde ich erstmal nach 14 Tagen getestet. Also alle, die sich in den letzten 14 Tagen angesteckt haben, können noch nicht getestet sein. Punkt B sind die
Labore natürlich vollkommen überlastet da dort. Und es dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, bis die Tests durchgeführt werden. Ich weiß gar nicht, ob die ausreichend Tests haben für sich in den Massen. Das heißt, diese 2800 Leute, das ist die Spitze des Eisbergs. Weil diese Leute haben vielleicht, es gibt ein schönes Beispiel, im Jahr 2003 hat ein Hotelgast, der dann weitergeflogen ist nach Toronto, insgesamt 223 Personen infiziert. Die dann wiederum andere Personen infiziert haben. Tja, jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wenn 2800 das machen, was das für Mengen passieren könnte, muss nicht, könnte passieren. Also das heißt, diese 2800 Leute, heißt im Endeffekt, das sind die, die sie vor 18 Tagen angesteckt haben, wenn ich mal sage, 14 Tage plus 4 Tage Labor, dann haben sie 18 Tage. Die sehen wir jetzt. Spitze des Eisbergs. Was wissen wir denn nun tatsächlich? Wir wissen, dass 56 Millionen Leute unter Quarantäne gestellt werden. Drei Viertel Deutschland ist unter Quarantäne. Das heißt, da werden auch wenig im Supermarkt arbeiten, weil die haben vielleicht Angst, dass sie sich infizieren. Die sind vielleicht schon krank oder die haben einen Verwandten, den sie pflegen müssen. Entschuldigung, wenn meine Frau daheim krank ist, gehe ich nicht in den Supermarkt und kassiert dort. Ich weiß ja gar nicht, ob der Lastwagenfahrer überhaupt kommt und Sachen bringt. Und unsere Supermärkte haben nur noch just in time, maximal 2 Tage, dann haben die relativ leer. Es ist in China vermutlich nicht anders wie bei uns. Und wie sieht es mit den anderen Sachen aus, mit Stromnetz, mit sonstiges, wenn dort die Spezialisten vielleicht krank werden? Dann weiß ich es nicht. Für mich klingt das wie ein Blackout-Szenario mit noch schlimmer. Eins ist klar, wenn die Leute nicht mehr arbeiten, wenn der Lastwagenfahrer nicht mehr kommt, dann ist eine Versorgungskatastrophe fast vorprogrammiert, weil wer hat schon für 14 Tage Vorräte daheim? Gut, das ist das, was wir wissen. Ich frage mich, warum 50 Millionen unter Quarantäne stehen, wenn es ja nicht so schlimm ist. Das heißt, die Grippe ist viel schlimmer. Ganz China hat Straßen gesperrt, das ist alles gemacht. Wenn ich mir die Bilder aus Wuhan anschaue, die vermutlich sogar echt sind, weil die mittlerweile auch in Nachrichtensender kommen, in gekürzter Form. Nicht alle. Ich habe auch schon manches gesehen, wo ich sage, okay, ja. Aber trotzdem, da zeigen die überfüllte Krankenhäuser, Schlangen im Krankenhaus, Schlangen vor dem Krankenhaus. Vor dem Krankenhaus warten die Leute darauf, getestet zu werden. Man kann sich vorstellen, was das für die Ärzte und Schwestern oder Pfleger für psychologische Dinge. Ich habe ein Interview einer Schwester gelesen, ich weiß ja nicht, ob es fake ist oder ob es richtig ist, aber es ist nicht unrealistisch, die einfach sagt, sie kann nicht mehr. Alles, was sie machen können, ist zuzuschauen, wie die Leute sterben. Und es gibt ein Video, das habe ich im Nachrichtensender gesehen, OE24, und ich habe die verlängerte Version gesehen, und in der verlängerten Version, also die war gekürzt von OE24, und in der anderen Version, aber man hat gesehen, das ist das Gleiche, da haben Personen am Boden gelegen. Und die Personen haben ein Tuch drüber gehabt. Kann sich jeder selber ausmalen, was das bedeutet. Tja. Und das alles macht mir schon ein wenig Sorgen. Vor allem, weil ich jetzt zum gefährdeten Personenkreis gehöre, weil ich war auf dieser Messe und da waren auch viele Chinesen. Also auch mich hätte es treffen können, auch wenn man sehr viele Vorsorgemaßnahmen wie Desinfizieren, vom Rauchen, vom Essen, wir haben keine Türgriffe angelangt, aber du gelangst vielleicht mal Produkt und das hat vielleicht der andere auch angelangt. Das reicht ja dann schon, teilweise. Mal ein kurzer Vergleich. 2017 gab es bei uns die Grippewelle mit 25.000 Toten. Die Zahl stammt überhaupt von den Tagesthemen, ich habe die vorher so noch nie gehört. Was war bei uns? Haben wir unter Quarantäne gestellt, waren zum Fest, ich habe gesagt, dann ist nichts passiert. Also wenn bei uns nichts passiert, warum machen dann die Chinesen so einen Stress, wenn doch das harmlos ist? Irgendwas, ich weiß es nicht. Irgendwas klingt da für mich seltsam. Und jetzt kommen wir zur Studie der Bundesregierung aus dem Jahr 2012, die eine Blaupause ist für das, was jetzt gerade in China passiert. Es ist tatsächlich so. Da geht es um einen fiktiven Virus, sie nennen ihn Modi-SARS, modifizierter SARS-Virus. Der hat eine längere Inkubationszeit und man ist schon ansteckend, bevor man überhaupt merkt, dass man hat. Exakt das, was der SARS-CoV oder CoV 2019 auch hat. Und das ist das, was man ein bisschen Sorgen macht.
Punkt, den Sie darauf feststellen, Absonderung, Isolierung und Quarantäne sind nur begrenzt wirksam. Da schon bei Beginn der Symptomatik eine sehr ausgeprägte Infektiosität besteht. Eine Übertragung findet besonders über Haushaltskontakte und im Krankenhausumfeld, aber auch im öffentlichen Transportmittel, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit statt. Die Wahl eines SARS-ähnlichen Virus begründet sich auch damit, dass die natürliche Variante 2003 sehr unterschiedliche Gesundheitssysteme, haben wir ja, jeder hat ein anderes Gesundheitssystem, schnell an ihre Grenzen brachten. Der Erreger stammt aus Südostasien, haben wir auch wieder, wo er bei Wildtieren vorkommende Erreger über Märkte an die Menschen übertragen wird. Fällt euch was auf? Haben wir hier auch. Da die Tiere selber nicht erkranken, war nicht erkennbar, dass eine Infektionsgefahr besteht. Ist auch hier so der Fall. Durch diese zoonotische, also Übertragung von Mensch auf Tier, Übertragung in Gang gesetzt. Zwei der ersten Fälle, die nach Deutschland eingeschleppt wurden, und das ließ mich eigentlich hellhörig werden. Eine der Personen fliegt noch am selben Abend nach Deutschland, um bei einer Messe in einer norddeutschen Großstadt, gut, ich war jetzt in einer süddeutschen Großstadt, einen Stand zu betreuen. Die andere Person fliegt einen Tag später nach Deutschland zurück, um nach einem Auslandssemester in China ihr Studium an einer süddeutschen Universität wieder aufzunehmen. Also die gehen von 2 Indexpersonen aus. Insgesamt von 10, die nach Deutschland kommen. Das reicht vollkommen aus. Nächster Punkt. Jetzt sagt natürlich jeder, ja, die Grippewelle geht auch nach 3-4 Wochen vorbei. Hier sieht es vielleicht anders aus. Die Experten vom Bundestag, also diese Virologen, Epidemiologen, die sich da zusammengesetzt haben, die sagen, das geht in 3 Wellen und die erste Welle ist am stärksten nach 300 Tagen. Fast nach einem Jahr ist erstmal das Riesending dann da. Das ist genau das, was in China jetzt passiert. Und in Deutschland wären dann bis zu 6 Millionen Erkrankte und davon wären 4,1 Millionen krankenhauspflichtig. Nur wir haben nur 500.000 Plätze in Krankenhäusern. Und die haben jetzt nicht frei, weil da liegt vielleicht einer mit Herzinfarkt, einer hat sich einen Hals gebrochen, anderer hat eine Nieren-OP, wie auch immer. Also die haben wir ja auch nicht frei. Die zweite Welle ist dann bis zum 520. Tag und die dritte Welle bis zum 880. Tag. Wir reden hier von fast 3 Jahren, bis das Ganze über die Bühne gehen würde. Daraus ergibt sich leider folgender Satz. Die enorme Anzahl Infizierter, deren Erkrankungen so schwerwiegend ist, dass sie hospitalisiert werden müssten, um eine intensivmedizinische Betreuung zukommen zu lassen, übersteigt die vorhandenen Kapazitäten um ein Vielfaches. Dies erfordert umfassende Sichtung und Entscheidung, wer noch in eine Klinik aufgenommen werden und dort behandelt werden kann und bei wem dies nicht mehr möglich ist. Als Konsequenz werden viele dieser Personen, die nicht behandelt werden können, versterben. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid der Arzt oder die Krankenschwester, die vor der Tür stehen und sagt, du nicht, du raus, du rein. Du nicht, du weg, rein. Und sie weiß, die zwei, die sie wegschickt, sterben. Da gab es mal so einen schönen Film, Pearl Harbor, wo die Krankenschwester vor dem Krankenhaus war und mit einem Lippenstift ein Kreuz oder einen Kreis gemalt haben. Die, was einen Kreis, glaube ich, gehabt haben, die haben nur noch Morphiumspritzen gekriegt und sind dann zum Sterben hinterlegt worden. Also ich möchte die Krankenschwester, die Arzt nicht sein. Ich habe es ja vorher schon gesagt, Arbeitszeitausfälle können verschiedene Ursachen haben. Zum einen kann der Arbeitnehmer selber erkrankt sein, logischerweise. Zum anderen kann er auch einfach dem Arbeitsplatz fernbleiben, um das Infektionsrisiko für sich auszuschließen. Ja, wenn du weißt, dass vielleicht dein Kollege schon Anzeichen hat, dann gehst du da auch nicht mehr hin. Oder er muss ja zur Arbeit kommen, vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder Kontakt mit den Kollegen, da kann auch einer infiziert sein. Oder er muss die Angehörigen daheim pflegen. Das Problem ist, der Betrieb kritischer Infrastrukturen, da kommt jetzt ein Krankenhaus genauso dazu wie unser Energienetz zum Beispiel, ist an vielen Stellen auf hochqualifiziertes und spezialisiertes Personal angewiesen, dessen Ausfall weitreichende Folgen haben könnte. Also zum Beispiel Übertragungsnetze, also Strom, Flugsicherung etc. und Versorgungsausfälle und Engpässe bundesrelevanten Ausmaßes mit sich bringen könnten. Das ist alles in dieser Studie drin. Die Studie ist aus 2012. Ich hoffe nicht, dass das eine Blaupause ist für das, was jetzt passiert. Ich glaube es auch nicht. Aber man muss sich das einfach mal im Hinterkopf behalten.
Logistik ist dann natürlich klar. Ausfälle an einzelnen Punkten innerhalb der Lieferkette multiplizieren sich aufgrund der komplexen Interdependenzen. Leck mich der Arsch. Personalausfälle führen hier deshalb mitunter zu erheblichen Einschränkungen bzw. zur Unterbrechung von Lieferketten. Ist klar, wenn der am Großlager nicht mehr da ist, dann kann auch der Lastwagenfahrer nicht fahren. Wenn der Lastwagenfahrer nicht da ist, dann kann der alles herrichten, aber es kommt nicht bei uns im Supermarkt da. Wenn die Supermarktverkäuferin, Kassiererin nicht da ist, dann wird der Supermarkt nicht eröffnet. Die Versorgung mit Lebensmitteln ist nicht in gewohnter Menge und Vielfalt möglich. Mit Ladenschließungen ist zu rechnen, jedoch nicht flächendeckend. Aber du weißt nicht welcher. Vielleicht ist in deiner Ortschaft alle weg und in die nächste Ortschaft darfst du nicht fahren. Jetzt kommt der Punkt, der auch mich betrifft. Aufgrund der flächendeckenden langanhaltenden Lage wäre allen Kräfte des deutschen Notfalls- und Rettungssystems einschließlich des Katastrophenschutzes stark beansprucht. Ist etwas untertrieben. Auch die Hilfeleistungspotenziale des Bundes, zum Beispiel THW, Bundespolizei, Bundeswehr, werden in allen Bereichen unterstützend eingesetzt. Ist klar. Trotz maximalen Einsatz können die Aufgaben, vor allem während der Höhepunkte der Erkrankungswelle, nicht bewältigt werden. Es geht dann natürlich nur weiter. Es wären dann eben aufgrund der Versorgungssituation zu Einbrüche, Diebstähle kommen, damit man zum Beispiel Medikamente erlangt. Auch ein Punkt. Antibiotika, auch wenn es nichts hilft. Oder die Nebensachen zumindest hilft. Plünderungen, Vandalismus, Handel mit gefälschten Medikamenten. Auch das ist ein Punkt. Ah, ich habe das Wundermittel, kauft das ab, kostet nur 10.000 Euro. Aktionen gegen Behörden oder Gesundheitsausrichtung aus Verärgerung. Ja, wenn du im Krankenhaus nicht mehr reinkommst, da geht dann die Hölle los. Ja, warum darf der nein und ich nicht? Ja, dann geht's los. Wegen vermeintlich ungerechtigter Behandlung bei medizinischer Versorgung beispielsweise. Was dann natürlich kommt, es kommen dann einige Paragraphen in Kraft, die unsere Grundgesetze einschränken. Auch das darf man nicht unterschätzen. Das passiert ja in China. Die haben jetzt vielleicht eh nicht so viele, aber kleiner Scherz. Aber es ist zum Beispiel das Recht der Unverletzlichkeit der Wohnung. Wenn die wissen, da ist ein Infizierter drin, gehen die dann rein, holen die raus und kasernieren dich halt irgendwo ein, um andere zu schützen. Im Rahmen der notwendigen Schutzmaßnahmen können zum Beispiel das Grundrecht auf der Freiheit der Person, was ich gesagt habe, der kann in ein Lager kommen. Und die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden. Auch klar, wenn sich dort viele Leute versammeln, ist auch die Gefahr groß, dass dort irgendeiner infiziert ist und alle anderen mit infiziert. Und auch für unsere Impfgegner was ganz Tolles. Es kann auch sein, dass es Schutzimpfung verpflichtend wird und du gar keine Chance hast. Da kommt wieder das erste Punkt, die gehen dann in deine Wohnung, bis du das Ding drin hast. Egal, ob du das willst oder nicht. Zusammenfassung, Auswirkung auf das Schutzgut Mensch, wie wir so schön heißen. Es ist über den gesamten Zeitraum mit mindestens 7,5 Millionen Toten zu rechnen. Und dabei haben schon davon ausgegangen, dass eben so Quarantänemaßnahmen, wie es jetzt in China ist, auch tatsächlich greifen. Ich sage, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Sterberate ist, die könnte sich hier hoffentlich nur variieren. Die haben hier von 10% ausgegangen und bei älteren Personen von bis zu 50%. Ich hoffe, dass das tatsächlich jetzt nicht so schlimm ist. Aber ihr seht mal, diese Studie ist aus dem Jahr 2012 und ist jetzt eine Blaupause von dem, was gerade in China passiert. Und wir können alle nur hoffen, dass es nicht drüber schwappt und dass es in China unter Kontrolle gebracht wird und dass die Leute das alles halbwegs unbeschadet überstehen. Nur safe sind wir nicht. Panik brauchen wir aber auch noch nicht. Wir schützen uns momentan sowieso alle, habt ihr mein erstes Video hoffentlich gesehen, sonst nochmal anschauen, vor der Grippewelle und damit ist der Schutz vor dem SARS-Virus auch mit dabei. Gut, das war's wieder zu mir. Wenn ihr noch Fragen habt, unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Falls noch nicht passiert, gerne meinen Kanal abonnieren. Kann sein, dass noch mehr Videos zu diesem Thema kommen, je nachdem, wie es sich auswirkt. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan von Outdoor Kimber. Und ich wünsche uns allen, dass es eben nicht passiert, so wie es in der Studie steht.